Hallo meine Lieben, hier ist mal wieder Sabine. Ja, in einem Zeitalter, wo die Leute irgendwie immer dümmer werden oder dümmer gehalten werden, ja eigentlich, würde ich das irgendwie ganz toll finden, wenn auf so Nahrungsmitteln zum Beispiel draufsteht, wie sie hergestellt werden. Nicht? Also ich meine, viele Leute glauben ja mittlerweile oder viele Kinder glauben, Kühe sind lila, nicht? Und irgendwie keiner weiß mehr, ob Blumenkohl über oder unter der Erde wächst und so weiter. Wäre das einfach mal ganz interessant, das drauf zu schreiben. Also zum Beispiel so bei Zucker, nicht? Wie wird Zucker gemacht? Nicht? Also ist ja eigentlich eine ganz einfache Sache. Früher wussten das die Leute auch alle, nicht? Also man nimmt Zuckerrüben, nicht? Die schnetzelt man klein, dann werden die irgendwie durch so Dampf gejagt. Dann tritt da so Sirup aus, quasi, den man unten abfangen kann, so ein braunes Zeug. Dann wird das halt durch Kalkmilch, glaube ich, und noch irgendwas aus Kohlensäure, glaube ich, irgendwie heller gemacht. Also bearbeitet, dass es dann irgendwie so hell ist. Nicht? Dann wird das Ganze zum Kristallisieren gebracht und dann zentrifugiert. Und dann hat man irgendwie den Rübensirup, also Melasse, und die kristallisierten Zuckerstückchen und oder den ganz kleinen Zucker. Und wenn man das Ganze dann nochmal macht, dann ist es die Raffinade und ein besonders feiner Zucker. Und schon hat man Zucker. Nicht? Weil viele Leute wissen das nicht. Vielleicht wächst Zucker einfach so auf dem Baum oder so. Also ich weiß es nicht. Also die Leute haben, wie gesagt, ja mittlerweile gar keine Ahnung mehr. Und auch bei anderen Sachen, zum Beispiel Nudeln. Nicht? Wie macht man Nudeln? Also wer selber kocht, der weiß, wie man Nudeln macht. Nicht? Dann wird man Hartweizengrieß. Der muss natürlich erstmal gepflanzt werden. Dann muss er geerntet werden. Dann müssen die das rausgedrescht werden. Dann muss es gemahlen werden. Dann wird daraus halt wieder Grieß gemacht. Dann muss man, wenn man dann Nudeln machen will, Wasser und Salz dazu tun, so eine Pampe quasi machen. Dann macht man daraus Nudeln. Ne? Also schneidet man so klein diesen ganzen oder jagt durch eine Nudelmaschine, je nachdem, was man hat. Trocknet das oder isst es halt gleich so. Kann man machen, wie man will. Und dann hat man Nudeln. Nicht? Das sind so Sachen, die weiß ja irgendwie keiner. Und ich finde das eigentlich ganz interessant, weil das eigentlich wichtiger, sowas zu wissen, als irgendwelchen anderen Mumpitz in der Schule lernen. Aber ist ganz egal. Zum Beispiel auch Joghurt. Wie mache ich Joghurt? Nicht? Und jetzt wird es ja richtig interessant. Nicht? Also wenn ich Joghurt machen will, brauche ich erstmal Milch. Nicht? Wie mache ich Milch? Nicht? Also Milch mache ich so. Also ich brauche erstmal so einen Bullen. Nicht? Den ziehe ich auf irgend so ein Gestell drauf. Und dann beraube ich ihn seines Samens. Also ich weiß mal gar nicht ganz ehrlich, wieso die Leute sich über diese Potta-Potties da in Dubai so aufregen, die das mit Kamelen machen, nicht? Und die kriegen dafür noch viel Geld, nicht? Wenn das sowieso standardmäßig bei uns irgendwie in der Bauernwirtschaft dauernd gemacht wird. Also man beraubt ihn irgendwie seines Samens, wie auch immer man das macht. Schön ist es bestimmt nicht und auch nicht lecker. Und dann nimmt man diesen Samen und dann nimmt jemand so seinen Arm und schiebt den so bis zum Anschlag hinten in die Kuh rein. Nicht? Und lässt den Samen da drin, damit die Kuh dann hoffentlich schwanger wird. Und wenn sie dann schwanger ist, nicht, dann wartet man eine Zeit lang, dann bildet sie ja nach und nach auch Milch. Ist wie bei den Menschen, nicht? Also bei Menschenmilch gibt es ja auch. Nicht? Genau wie Hundemilch, Schweinemilch, Ziegenmilch, Schafsmilch, Mäusemilch, Affenmilch gibt es alles. Nicht? Komischerweise will das aber keiner essen. Also ganz egal, jedenfalls, dann hat man irgendwann diese Kuh, die ist dann schwanger, die kriegt dann das Kalb. Das Kalb darf dann vielleicht mal so einen Tag bei ihr bleiben, manchmal auch nicht, nicht? Oder ein paar Tage länger. Wenn es so ein Biobauer ist, dann ist es ja mal so ganz human. Nicht? Also ansonsten wird das Kalb halt weggenommen, irgendwie 8 Wochen eingesperrt in so einen dunklen Pferch, wird da gefüttert. Es ist ganz wichtig, dass es dunkel ist, nicht? Damit das und muss gefüttert werden, damit das Kalbfleisch, was dann da gezüchtet wird, quasi ganz toll und hell ist. Also es wird da eingesperrt die ganze Zeit, wird dann halt irgendwie mit irgendeiner künstlichen Pampe ernährt, nicht mit der Milch von der Mutter, die ja eigentlich fürs ist, nicht? Also so eine Milch ist ja eigentlich für das Kalb, das soll wachsen. Nicht? Wie so ein Mensch auch. Also da ist ja alles Mögliche drin. Wachstumshormone und IGFs und Growth-Faktors und Sodium, also Salz, nicht? Und diese ganzen Sachen ist alles da drin und Zucker, damit das Kalb halt schnell wächst. Nicht? Also das Kalb kommt dann weg, das kriegt dann irgendwelchen Rotz zu essen, damit das hinterher zu Kalbfleisch verarbeitet wird. Und die Milch von der Mutter, die wird dann genommen. Nicht? Also die wird dann abgezapft. Nicht? Also ist auch eine ganz leckere Sache, nicht? Also ist öfter auch mal Eiter drin, weil die halt oft Eiterentzündung haben bei diesen hunderten von Litern, die sie da immer geben müssen. Also man nimmt dann aber diese Milch, nicht? Und dann tut man so gesunde Joghurtkulturen da rein, nicht? Und damit züchtet man ja quasi den Joghurt und den tun die Leute dann auf ihr Müsli und das ist total gesund. Nicht? Also das müssten die Leute einfach mal so wissen. Nicht? Also ich meine, man sollte ja auch wissen, was man irgendwie so isst. Also wie macht man Zucker? Wie macht man Nudeln? Keine Ahnung, wie wachsen Erbsen oder wie pflanze ich die an? Nicht? Oder wie mache ich halt Milch oder wie mache ich halt Joghurt? Ist eine Sache, die müssten die Leute eigentlich wissen. Interessiert die meisten Leute natürlich herzlich wenig. Und wenn man es ihnen erzählt, sagen sie, ach, alles ganz natürlich. Finde ich auch nicht. Also wenn ich meinen Arm so in die Kuh reinstecke bis zum Anschlag, finde ich total natürlich und ist irgendwie auch, ja, hat auch mit Vergewaltigung auch überhaupt gar nichts zu tun, weil sind ja nur Tiere, nicht? Sind ja nur Tiere. Also wenn das bei einer Frau wäre, obwohl heutzutage ist das ja mittlerweile auch schon ganz egal, dann irgendwelche Vergewaltiger kommen überhaupt gar nicht in den Knast oder kriegen irgendwie eine Bewährungsstrafe. Und wenn man als Betroffene oder als Frau an sich diese Vergewaltiger beschimpft, dann kriegt man eine viel schlimmere Strafe als die. Also ist eigentlich auch schon alles ganz egal. Also wir gehen quasi den gleichen Weg. Also ich wollte es einfach nur mal so erzählen, dass ich es interessant finden würde, wenn einfach auf so Sachen draufsteht, wie es gemacht wird. Nicht? Also erstmal, um was zu lernen, dann, um man es vielleicht auch machen will oder dass man sich vielleicht entscheiden kann, wenn das so gemacht wird, dann esse ich das lieber nicht. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ansonsten macht's gut und tschüss.